Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das geteilte halbe Leid, ich meine, das Leid fängt ja hier oder hat ja hier auch Einzug im Nachtdorf, aber ich denke mal, ihr werdet das genauso, ja, oder die Masse wird das genauso spielen wie ich hier, so ein bisschen wenigstens den Tagesangriff und vielleicht ein bisschen was für einen Pass kann man ja auch machen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen da. Wenn wir ein bisschen aufpassen hier, dass wir wenigstens noch einen Zerschmetterer mitbekommen und vielleicht sogar auch noch die Riesenkanone da oder die große Kanone, den Minenwerfer dort. Jawohl, auch, oh, das sieht doch ganz gut aus. Ah, manchmal sehe ich auch vorher schon schwarz, aber ich will euch gleich mal erklären, worum es bei den geteilten Leid eigentlich geht. Es ist halbes Leid, habe ich so ein bisschen erst gedacht, als ich mir heute Morgen die Clanstadt-Geschichten mal angeguckt habe. Denn, oh, haben wir sogar gewonnen, aber ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen was forschen, deswegen investiere ich im Moment nur in Mauern. Und, aber können wir hier überhaupt was forschen? Das sollte man auch immer noch mal nachschauen. Ne, 1,3 brauchen wir dann noch. Okay, das wird noch ein bisschen dauern. Und dementsprechend habe ich hier versucht, in die Clanstadt reinzugehen. Beziehungsweise es war ja Wochenende. Es war ja wieder Überfallwochenende. Und ich meine, letztendlich hätte ich die Folge auch, ich wollte es eigentlich auch eher so umbenennen, in Was ein Wochenende. Leute, was war das für ein tolles Wochenende? Ich meine, ich hatte ja am Freitag oder am Donnerstag schon gesagt, ich bin am WE so ziemlich gar nicht da. Das wusste ich aber auch durch eine Veranstaltung. Und dann der Samstag und der Sonntag waren nochmal so ein bisschen zum Aerosol austauschen, muss ich sagen. Leute, ich war mal wieder in einer Diskothek. Ich habe mich selber nicht wiedergefunden, muss ich sagen, aber es war schön, es war sehr, sehr nett. Hatte natürlich so ein Motto, so was in mein Alter so ein bisschen reingeht. Und aber eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Vielleicht merke ich ja die Auswirkungen in den nächsten Tagen. Keine Ahnung, aber irgendwann fängst du ja mal wieder an, dich auch selber mal wieder ein bisschen normal zu benehmen. Deswegen habe ich hier überhaupt nichts am Wochenende in Clash of Clans getan. Also so ziemlich gar nichts, wie viel ich tatsächlich gemacht habe. Und warum habe ich gedacht, geteiltes Leid ist halbes Leid, ist, wenn wir hier mal auf das Luftschiff gehen und fliegen mal hier in die Clanstadt rein, dann seht ihr, der nächste Überfall beginnt irgendwann. Und ich habe mich heute Morgen schon gewundert, warum habe ich keine Medaillen bekommen. Und hatte eigentlich gedacht, wenn die Summe der Angriffe tatsächlich stattfinden und das Ganze wird geteilt in Angriffe und Verteidigung, dass dann alle ein bisschen was vom Kuchen abkriegen. Nein, Leute, das ist genau wie bei den Clanspielen. Du musst mindestens einen Angriff machen, damit du in diesen Kuchen reinkommst. Sonst kriegst du so eine ganz, ganz komische Fehlermeldung wie ich hier. Vermutlich habt ihr die gar nicht bekommen, weil ihr wahrscheinlich alle im Moment die Clanstadt richtig suchtet und feiert, ganz im Gegensatz zu mir. Und wenn ich nämlich hier unten auf das Schwert gehe, dann steht da, der Clan hat am letzten Überfallwochenende nicht teilgenommen. Das stimmt natürlich gar nicht. Ich kann nur gar nicht nachgucken, weil tatsächlich hier im Clan Free-to-Play habe ich nicht einen einzigen Angriff mit irgendeinem Account gemacht und kann gar nicht nachgucken, wie wir überhaupt abgeschnitten haben. Letztendlich ist es mir, ja, muss man fast so sagen, eigentlich auch egal. Ich könnte jetzt 700 Punkte hier verballern. Das machen wir auch. Ich weiß gar nicht, großer Wald. Ich weiß gar nicht, was hier im großen Wald eigentlich drin ist. Ist das nur, ich sage nicht, wir machen hier nur Wald. Ah, okay, das sind ein paar Büsche. Scheint ja auch nicht so schlecht zu sein. Als Hindernis, wo die Sachen rumlaufen müssen. Aber irgendwie, glaube ich, sind die Punkte hier in der Mine auch ganz gut aufgehoben. Damit haben wir wenigstens ein bisschen mal wieder beigetragen. Ja, so sieht das aus und deswegen habe ich gedacht, ja, dieses geteilte Leid, ich meine, die leidig angegriffen haben, teilen das jetzt mit mir? Nö, teilen die eben nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, machen wir hier mal eben so einen Angriff mit der Leila. Okay, ich hab gar keine Helden. Okay, ich hab gar keine Helden.
gar keine Helden macht mit so einer Truppe hier auch überhaupt keinen Sinn. Dann lassen wir das lieber. Springen wir mal in den Hauptclan rein. In den Clan Herausforderer. Ich meine, Hauptclan ist es nicht. Es ist einfach nur der andere Clan, sagen wir mal so, abseits von Free-to-Play. Nämlich da, wo wir hier unendlich viel Geld reinpayen, was wir ja auch nicht tun. Und hier sah das Ganze schon ein bisschen anders aus, aber hier habe ich auch nur, glaube ich, 3 Angriffe gemacht. Ich meine, 2 mit Avatar und einen mit Thorsten oder andersrum. Das konnte ich zumindest nachschauen, denn hier sieht das Ganze ganz anders aus. Und ihr seht, ich habe hier auch ein paar Medals mehr bekommen. Und also so, summiert jetzt zum ersten Überfallwochenende. Und wenn ich hier jetzt auch raufgehe, dann sehe ich jetzt auch, was wir hier getan haben. Und wir haben hier echt nicht viel getan. Ich meine, von mir fehlen hier alleine 5 oder 6 Accounts, die noch 5 Angriffe hätten machen können. Dann steht da natürlich unter Umständen auch noch mal eine ganz andere Summe. Aber hier konnten wir das Ganze so ein bisschen sehen. Und aber hier sieht man, ja, Thorsten 1 und Herr Avatar 2. Also ich habe hier wirklich extremst wenig in Clash of Clans gemacht. Habe 10.000 Punkte, die können wir natürlich sinnvoll investieren. Ich gucke mal gerade hier in die Ruinen des Barbarenlagers, was da freigeschaltet wird. Da werden 2 Minen freigeschaltet. Dann machen wir die mal fertig und stoßen mal was Neues an. Denn irgendwo, glaube ich, muss auf 5 verbessert werden. Okay. Ja, da weiß ich im Moment auch noch nicht. Da müsste ich mir mal so ein paar Tutorials angucken. Inwieweit wir hier, das ist auch noch auf 1, muss auf 4 verbessert werden. Okay, diese Verkettung unglücklicher Geschichten. So, können wir das auf 4 machen? Nein, wir müssen noch 16 Gebäude frei machen. Okay, können wir hier dann irgendwas frei machen? Wir können hier doch schon... Ach so, hier wird ja was gelevelt. Okay. Dann können wir das mal fertig machen hier. Können hier die Mine auch mal anstoßen. Die können wir auch, glaube ich, direkt durchmachen. Dann haben wir noch 14 Megamine beitragen. So, dann haben wir noch 14, müssen wir jetzt noch haben, damit wir das Ding leveln können. Jawohl. Ah, das sieht ja ganz gut aus. Also suchten tue ich das jetzt nicht, aber ich habe es halt ein bisschen, ja, ich habe es echt verpeilt, dass es eigentlich nichts gibt, wenn du nichts tust. Also es ist genauso wie in den Clanspielen. Du musst also mindestens einen Angriff gemacht haben, damit du überhaupt hier deine Sachen bekommst. Hier deine, wie heißen sie denn eigentlich? Deine Medaillen. Nicht Medaillen. Kann man die eigentlich hier auch sehen, wie viel ich hier habe? Warte mal, hier kann man das, glaube ich, gar nicht sehen. Man sieht das, glaube ich. Ach so, Verstärkung. Warte mal. Ah ja, Verstärkung. Überfallmedaillen, ja. Überfallmedaillen, okay. Dann müssen wir hier eben mal Verstärkung anfordern. Einmal anfragen. Die muss ich nicht unbedingt maxed haben. Zum so ein bisschen rumfahren. Ja, und ja, wir haben natürlich großen, ich will nicht sagen großen Schwund hier, aber wir haben den Clan wieder offen. Hat mich auch ein bisschen geärgert am Wochenende, dass den Clan tatsächlich jemand aufgemacht hat. Ich meine, ich habe nur noch einen Vize hier. Und also so ganz schlimm kann es hier nicht mehr werden, aber wir haben den Clankrieg doch gewonnen, tatsächlich. Einer dieser Clankriege, die ich auch nicht so mag, ne? 5er Clankrieg, mag ich gar nicht und deswegen habe ich auch gar nicht erst angegriffen. Also doch, ich habe einen Angriff mit Thorsten gemacht, keinen Angriff mit Avatar. Ich mag sie halt nicht und habe mich auch schon wieder so ein bisschen geärgert, dass hier mal wieder ein 14er, ein 12er macht, obwohl ein 13er dabei ist. Da denken die Leute überhaupt nicht drüber nach. Da sagen die einfach, ich mach den jetzt, ohne mal zu fragen, Avatar, machst du den vielleicht zuerst? Kannst du da mal drauf angreifen oder was auch immer? Nein, der wird einfach gemacht. Und dann guckte der liebe Afa nämlich schon wieder in eine Röhre, weil er nur noch 14er zu machen hatte und da sicherlich keine 3 Sterne holt. Hier hätte er 3 holen können und dann hätten wir aber noch 2 Angriffe mehr auf die 14er gehabt. Und ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte ich mich dann auch entschieden anzugreifen. Was ich nicht wirklich glaube, das Wochenende war einfach zu schön. Und um irgendwo, sage ich mal, an seinem Tablet zu sitzen. Ich meine, klar, letztendlich Clash of Clans ist ein mobiles Spiel, das kann ich natürlich überall spielen. Und ich habe allerdings nicht alle Accounts auf meinen mobilen Geräten und so richtig denke ich da dann auch nicht dran, muss ich sagen. Ja, am Wochenende hat er das Freibad aufgemacht und da hatte ich so andere Gedanken, als Clash of Clans zu spielen, ehrlicherweise. Da wollte man mal wieder schwimmen gehen und da wollte man mal wieder ein bisschen
ja, ein bisschen Geselligkeit haben. Hier waren einige Feste rundherum. Und wie gesagt, das Wetter war ja bombastisch, muss ich sagen. Also richtig toller, kann man ja nicht anders sagen, richtig tolles Sommerwochenende. Ich hätte fast gesagt, nicht zu kalt und nicht zu warm. Abends wurde es dann doch ein bisschen frischer, aber das ging dann auch schon weit nach 9 Uhr rein, wo du dann mal so ein Jäckchen tragen musstest. Aber sonst war das Wochenende, muss ich sagen, also wirklich mega. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass mal wieder so viel ging, obwohl ich ja immer noch so ein bisschen so der kleine Corona-Schisser bin. Aber ich glaube, das muss ich jetzt auch mal so ein bisschen ad acta legen. Und wenn es denn so kommt, dann kommt es halt so. Aber ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen drauf einlassen. Immer noch ein bisschen geschont, ja, mit dem gebürtigen Respekt. Aber ich glaube, da geht schon einiges. Ich hoffe nicht, dass wir wieder einen Rückschritt machen müssen, um das Ganze wieder im Herbst so ein bisschen zurückzurudern. Denn auch ich habe hier gesehen, dass sich viele darüber gefreut haben. Vor allen Dingen, ich sag mal so, Geschäftsinhaber, die mal wieder richtig krass gemacht haben seit 2 Jahren, wo die Bude richtig voll ist, wo der Stand richtig voll war und die mit Begeisterung natürlich dabei sind, wieder mal Geld zu verdienen. Immer mit dem Hintergrund, ja, natürlich verdienen die mal ein bisschen Geld und ich glaube, ich muss mir gerade selber ein bisschen spenden. Natürlich verdienen die damit ein bisschen Geld und sollen sie auch, ist ja ihr absolutes Recht und da freut man sich dann letztendlich auch. So, dann kann ich nämlich mit dem mal angreifen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Pass auch spielen mit dem Thorsten. Sonst versäume ich das hier, aber 15 Tage haben wir noch Zeit, Leute. Und hier könnte ich auch spenden. Dann nehmen wir mal erstmal die Spende hier. Die sind etwas einfacher hier. Ja, hier kommen natürlich jetzt wieder Leute rein. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die du hier nicht haben willst, aber viele, viele Rusher, Alter. Bei manchen geht das gar nicht, ey. Ja, hier so 10er, 11er. Ich meine, der geht, den hätte ich gerne behalten hier, den Chris. Schade eigentlich auch, aber hier unten waren wieder welche mit dabei. Ich meine, das sind jetzt keine Dorfbesuche oder sowas, aber okay, das ist ein 10er. Kein Kriegsstern gewonnen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich meine, okay, bei Fred gibt es so einen Account, da macht er auch keine Kriege mit. Und glaube ich, gar keine Angriffe. Aber guckt euch das, drei Kriegssterne. Was wollen die? Was machen die? Ja, 11er und 9er Helden, was machen die? Alter, so, ihr wisst es genau, so kann ich nicht Clash of Clans spielen. Und, aber in dem jetzigen Clan ist er bestimmt besser aufgehoben als bei uns. Mann, ja, das kommt natürlich davon, wenn man den Clan ein bisschen aufmacht. Und wenn wir den Clan dann wieder schließen, dann teilen wir uns das Leid hier wieder, dann greifen wir wieder an, machen unsere CKs und mal sehen, am nächsten Überfall Wochenende will ich vielleicht mal wieder ein bisschen tätig sein. Letztendlich hat da auch keiner nachgekräht, so nach dem Motto, Leute, macht mal eure Angriffe, ihr habt ja noch so viel offen. Muss ich auch dazu sagen. Das ist nicht so wie im CK, aber ihr solltet wenigstens einen Angriff machen, das haben wir jetzt gelernt. Ihr solltet wenigstens einen Angriff machen und ich sollte vielleicht den Adler hier machen. Oh nee, ich habe wieder die Truppe am Start, okay. Ich habe immer noch die Truppe am Start und habe aber irgendwie so gar nichts. So gar nichts. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist ja wieder immer noch meine Spam-Armee, Leute. Aber ja, so ein bisschen zum Farmen ist sie ganz gut. So ein bisschen zum Farmen ist sie ja doch ganz gut. Und dann können wir hier sicherlich mal rüberspringen. Ja. Oh. Und den Worden damit rein. Oh, da kommen tatsächlich Clanburg-Truppen raus. Alles klar. Perfekto. Springen wir hier mal ein bisschen weiter Richtung Rathaus. King zünden wir mal. Den Royal Champion schicken wir mal von hier. So, der King muss jetzt erstmal da hinten den Adler wegmachen. Kommen wir zum Rathaus. Ah, wird sicherlich schwierig zum Rathaus zu kommen, aber wir nehmen den Royal Champion hier mal mit in Wut rein. Dann ist es ist auch noch nicht angeschlagen, okay. Es ist noch nicht angeschlagen und da müssen wir noch mal friesen. Viel friesen. Hier lassen wir die mal mitlaufen. Und Queen ist noch dabei. Ah, ich habe noch reichlich. Ah, sieht gut aus. Echt, Leute, man, also mit der Truppe, die habe ich eigentlich für ein Rathaus 13 gebaut, um damit in den Clankriegen anzugreifen. Aber hier auf 14, muss ich sagen, kann ich damit auch ganz gut farmen. Und haben wir den? Oh, den haben wir noch nicht ganz auf 0. Okay, aber das werden die auch nicht schaffen, die Scattershots da.
werden sicherlich jetzt erstmal meine Queen erledigen. Jo, ich habe noch so ein bisschen. Na, ist natürlich sehr ärgerlich, dass die hier den Sprung nicht nehmen und sich hier jetzt nochmal so durchkämpfen müssen. Und die brauchen ja so. Oh, die brauchen ja Tage für so eine Mauer. Die brauchen ja Tage, wenn nicht sogar Wochen für so eine Mauer. Und dann können wir es, glaube ich, auch so belassen, denn der Magier wird auch nichts bringen. Ich meine, man kann das jetzt auslaufen lassen, aber sind wir ehrlich, die kommen auch nicht mehr so weit. Die werden hier kaum noch was machen. Na, vielleicht in einen Scattershot da unten, aber ich denke mal, das wird nicht so sein. Damit habe ich erstmal meinen Angriff hier gemacht. Und so ist im Moment mein Clash-Leben so ein bisschen. Ich will mal hier gerade bauen. 5 Valkyren für den Skull. Hier 5, ein Magier ist, glaube ich, immer dabei, ein Bogi. Stimmt das? Jo, das stimmt so. Und dann baue ich danach so ein bisschen nach. Also das geteilte Leid ist, oder das halbe Leid ist nicht das geteilte halbe Leid. Und denkt bitte dran, wenn ihr hier Medaillen haben wollt, Überfallmedaillen, dann müsst ihr mindestens einen Angriff gemacht haben. Ansonsten seht ihr diese rote Schrift, dass dein Clan nicht teilgenommen habt. Da dürft ihr euch nicht von beirren lassen. Euer Clan hat ganz, ganz sicher teilgenommen irgendwo. Aber ja, es wird so ein bisschen, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Flanke hier unten irgendwie tot ist. Ja, die ganze Flanke hier unten ist irgendwie in meinen Augen jetzt schon unbeliebt. Ne? Also dass das Ufer hier im Süden ist oder Südwesten, so wollen wir es mal sagen, ist ein bisschen unbeliebt. Und ich würde mich auch freuen, wenn so ein bisschen irgendwas fürs Hauptdorf kommen würde. Und dass das Ganze da ein bisschen attraktiver gemacht wird. Denn das andere ist, diese Umweltgeschichte da ist ja doch irgendwo mau. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Ich muss jetzt etwas später hier anfangen aufzunehmen. Deswegen kommt das Video auch etwas später am Tag. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, danke, danke, danke. Euer Toto Clashed.